Diese Top-Dividenden-Aktie mit über 5% Dividendenrendite habe ich am Freitag neu in mein Depot reingekauft. Heute kommt mit diesem Video natürlich auch gleich direkt ein Depot-Update. Wie läuft jetzt eigentlich das Freedom-Dividenden-Depot? Hier weißt du ja sicherlich als Abonnent, dass die Hälfte des Kapitals bzw. ein bisschen mehr als die Hälfte mittlerweile in Dividendenaktien investiert ist. Die andere Hälfte habe ich für mich einfach entschieden, dass ich hier diese attraktiven Tages- und Festgeldkonten nutze. Da gibt es aktuell bis zu 8% Zinsen insgesamt. Ich habe hier 16.000 Euro investiert. Der Link ist unten drinnen und dort bekommst du aktuell sogar bis zu 20 Gratisaktien geschenkt. Das hört sich doch auf jeden Fall richtig, richtig gut an. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam das Depot etwas genauer an. Hier habe ich auf jeden Fall aktuell zwei Loser-Aktien im Depot drinnen. Einmal die Pfizer-Aktie, die läuft aktuell noch nicht zu 100% rund, macht jetzt aber überhaupt nichts, weil das Unternehmen auch aktuell einen sehr, sehr schönen Boden ausbaut. Und natürlich aktuell noch mein in Anführungsstrichen Sorgenkind, die CVS Healthcare Aktie, aktuell mit minus 7% im Depot drinnen, und wir können hier bei Portfolio Performance auch direkt mal reinschauen. Aktuell sind beim Freedom Dividenden Depot insgesamt 33.600 Euro Vermögen quasi drinnen. Das Ganze teilt sich wie folgt auf. Hier haben wir den Bestand, und zwar die größte Position ist aktuell Bristol Myers, danach kommt die Nike Aktie. Die Nike haben wir ja auch zuletzt hier besprochen gehabt, weil es hier einen CEO-Wechsel gibt. Dann kommt die CVS Healthcare Aktie, General Mills, zuletzt eigentlich gar nicht so gute Quartalszahlen geliefert, aber auch die Aktie, wie du hier gesehen hast, läuft gar nicht mal so schlecht für so ein langweiliges Unternehmen. Schaut euch das an, 14% Rendite bisher, dann kommt noch die Dividende on top dazu. Das hört sich doch auf jeden Fall richtig, richtig gut an. Und was mich übrigens ärgert, und ich weiß nicht, wie es dir am Ende des Tages geht, aber die Realty Income Aktie, ich hätte da gerne mehr Stücke im Depot drinnen, vor allem in meinem privaten Depot. Da hätte ich die gern weiter ausgebaut. Auch die BAT, also die British American Tobacco, die läuft weiterhin geschmiert. Das ist irre. Und also bisher gefällt mir das auf jeden Fall richtig gut. Und vielleicht hast du ja auch schon gesehen gehabt, welche Aktie ich jetzt in meinem Depot reingekauft habe. Es ist tatsächlich die UPS-Aktie. Warum habe ich die Aktie gekauft? Das liegt jetzt nicht unter anderem an der hohen Dividende, die hier im Sonderjahr 2021 auf 22 gesteigert wurde, mittlerweile über 5% Dividendenrendite ausgeschüttet wird, wie eine aktuelle Payout-Ratio von unter 50 tatsächlich haben. Nein, ich habe die Aktie gekauft, weil die natürlich ordentlich unter die Räder gekommen ist. Wir haben die hier schon mal besprochen gehabt, dass die Aktie fast 50% verloren hat. Die Aktie ist tatsächlich immer relativ üppig bewertet an der Börse. Können wir hier einfach auch mal direkt in der Bewertung reinschauen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir am Ende des Tages geht, aber bei klassischen Dividendenaktien kann man definitiv mal das KGV als Bewertungsgrundlage hernehmen. Natürlich muss man sich anschauen, wo kommt die Aktie her in der Vergangenheit, und ihr seht es, teilweise hatte man hier schon einen guten KGV von 20, teilweise hier sogar im Jahr 2016 von 30. Also günstig war die Aktie definitiv nicht. Hier ein KGV-Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Natürlich Covid müsste man hier rausrechnen, aber ich würde sagen, wenn Covid rausgerechnet ist, haben wir hier ein KGV von über 20. Aktuell liegt das KGV, da man ja auch wirtschaftlich einfach ein paar Sorgen hat. Das hat ja auch FedEx zuletzt gezeigt. Für dieses Jahr ein KGV von 17,8. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Und schaut man so ein bisschen in die Zukunft rein, muss man sagen, 14er bzw. im Jahr 2026 ein 12er KGV ist doch auf jeden Fall attraktiv bewertet für so ein Unternehmen. Und ja, ob man jetzt die UPS im Depot drinnen haben möchte, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Das ist am Ende des Tages hier keine Anlageberatung, sondern ich gebe einfach immer nur so meine Gedanken mit. Und zwar natürlich das Sonderjahr 2022, ob man dieses Jahr wirklich dann im Jahr 2026 toppen wird, das lasse ich jetzt einfach mal hier offen stehen. Weil man muss ja auch sagen, die beste Nettoergebnis konnte man im Jahr 2021 erzielen mit 12 Milliarden Euro bzw. in diesem Fall Dollar Gewinn. Sieht halt noch nicht so gut aus, muss man einfach am Ende des Tages sagen. Und man muss natürlich auch bei diesem Unternehmen die Nettoverschuldung im Blick halten, weil die steigt peu à peu. Nettoschulden
hohe Zinsen ist einfach keine gute Situation, aber ich gehe davon aus, und das hat das Unternehmen zuletzt auch in den Quartalszahlen berichtet gehabt, dass sie wieder mehr Pakete ausliefern, zwar jetzt nicht zu höheren Kosten, sondern da spart einfach auch der Endkonsument. Dadurch geht ja auch der Nettogewinn peu à peu nach unten erstmal, aber wenn die Wirtschaft nämlich wieder besser läuft, der Endkonsument wieder mehr Geld ausgibt, dann gehe ich auch davon aus, dass die UPS-Aktie wieder viel Potenzial hat. Da braucht man halt einfach am Ende des Tages viel Geduld. Und die Geduld wird am Ende des Tages natürlich mit einer relativ üppigen Dividende mit aktuell 5% ausgeglichen. Zum Aktienchart. Natürlich, ja, wir sind seit Jahren in diesem Abwärtstrend drinnen. Wir haben hier auch viele Jahre gehabt, wo diese Aktie nur seitwärts gelaufen ist. Aber ich traue dem Unternehmen deutlich, deutlich mehr zu. Das hat man auch in dem Jahr 2020, 2021, 2022 gesehen gehabt. Die Analysten sind hier noch relativ skeptisch zu diesem Unternehmen. Es kann durchaus sein, dass wir hier auch kurzfristig zurücklaufen. Das muss ich ganz ehrlich zugeben, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Daher habe ich hier erstmal eine kleine Position gewählt und würde die dann peu à peu weiter ausbauen, wenn die Aktie zum Beispiel jetzt noch weiter zurückkommt. Aber hier kann man auch mal so ein bisschen in den Umsatz nochmal reinschauen und das stimmt ja mit dem, was Market Screener hier berichtet hat, ziemlich gut überein, muss man sagen. Und bei der Nettomarge, wie sieht es hier aus? Ihr habt es ja vorhin auch gesehen gehabt, das stimmt ja auch ziemlich gut mit den Zahlen hier überein. Nettoergebnis im Jahr 2026 bei 8,5 Milliarden. Hier steht 9 Milliarden sogar, also die sind sogar etwas positiver. Also rundum eine gute Aktie meiner Meinung nach mit einer guten Dividendenhistorie. Aber auch ganz wichtig, Dividende ist am Ende des Tages keine Qualitätskennzahl. Ich bin soweit auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit meinem Depot. Es läuft weiterhin relativ rund, muss man sagen. Ich habe ja auch euch gesagt, ich lege jetzt hier wieder mehr Wert drauf, damit ich euch hier hoffentlich einen guten Mehrwert mitgeben kann, spannende Aktienideen euch vorstellen darf. Das ist mir auch immer persönlich sehr, sehr wichtig. Und du musst dann halt für dich entscheiden, ob du zum Beispiel die UPS befürwortest oder sagst du, nee, ich bleibe lieber bei der DHL oder durch dem, dass die FedEx ja jetzt auch eingebrochen ist um 15%, schaue mir lieber die Aktien an. Das ist ja absolut legitim. Jeder hat ja dann einen komplett anderen Blick am Ende des Tages auf die Unternehmen, andere Erfahrungswerte und da freue ich mich immer, wenn wir uns in die Kommentare unten austauschen und nochmal der Hinweis, dort ist natürlich der Link zum Freedom Dividenden Depot drinnen.